ein Interview im Bus. Liebe Zuschauer, es kann jetzt mal ein bisschen wackeln, aber das müsst ihr aushalten können. Sebastian Machowski wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was wir denn auf der Belgien-Reise erwarten können. Welche Gegner werden wir denn da zu sehen bekommen? Also erstmal haben wir gerade erst die Hälfte der Strecke geschafft. Es wird noch eine ganze Weile ruckeln, leider. Tatsache ist, dass wir zwei Testspiele geplant haben gegen Aalst und gegen Antwerpen. Aalst stand, glaube ich, sogar im Finale letztes Jahr. Antwerpen ist im Viertelfinale ausgeschieden. Ist aber auch eine ambitionierte Mannschaft für diese angehende Spielzeit. Und ich denke, uns erwarten also zwei gute Gegner, die ebenso wie wir natürlich diese Spiele nutzen wollen, um nicht nur den letzten Schliff, sondern auch noch grundlegende Dinge sich zu erarbeiten und so einen Schritt weiter zu kommen in der Vorbereitung. Wo stehen die Eisbären jetzt im Grunde? Sind wir schon dabei beim letzten Schliff oder ist da noch ein bisschen mehr zu tun aktuell? Vom letzten Schliff kann man wahrlich noch nicht sprechen. Zum einen, weil wir auch eine junge Mannschaft sind, die also wirklich noch Zeit braucht. Deshalb haben wir ja unter anderem auch diese vielen Testspiele angesetzt, damit wir uns einspielen können. Und wir sind ja auch noch nicht einmal komplett. Ja? Also nicht nur durch die Verletzung von David Brembley, sondern auch aufgrund der letzten noch zu besetzenden Ausländerposition ist der Kader eben noch nicht komplettiert. Heute wird auch nochmal Sebastian Schmidt zu uns stoßen, der diese Woche nochmal ein Tryout hat. Er kommt von Bayern München zu uns. Und so fahren wir letztlich momentan auch nur mit 9 Spielern nach Belgien. Wann kommt denn der neue Shooting Guard? Wie lange müssen wir noch warten? Also wir haben ja Ende nächster Woche ein öffentliches Testspiel, die Saisoneröffnung in Bremerhaven angesetzt gegen Demir Büyükçekmece aus Istanbul. Und da werden dann alle Fans die Gelegenheit bekommen, unseren neuen Shooting Guard auch zu bewundern. Ich hoffe natürlich, dass er schon ein paar Tage vorher eintreffen wird. Wann das genau sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Solche Fahrten nach Belgien, die schweißen natürlich auch zusammen. Die Mannschaft hockt stundenlang zusammen im Bus. Hat das auch was mit Teambuilding zu tun, dass die Mannschaft sich noch näher kennenlernt, weil sie sich doch ziemlich auf der Pelle hockt? Ja, natürlich. Es ist jetzt auch schon die zweite Reise, die wir unternehmen. Wir waren ja schon für knapp eine Woche in Belgrad, um mehrere Spiele zu machen. Diesmal sind es nur 2 Übernachtungen in Belgien, also etwas kürzer. So kann man sich natürlich zum einen noch besser kennenlernen, sich ein bisschen unterhalten über andere Dinge auch als nur Basketball. Und kann aber sich auch schon mal darauf einstellen, was natürlich auch so eine Saison in der Bundesliga ausmacht. Gerade dann, wenn man in Bremerhaven wohnt und arbeitet, das sind dann die langen Auswärtsfahrten. Zum Glück geht es dann ja auch immer einen Tag vor dem Spiel zu den Auswärtsfahrten, genauso wie heute nach Belgien. Was macht denn der Coach, um sich abzulenken auf solchen Fahrten? Ja, der Coach nutzt die Zeit nicht nur zur Arbeit, sondern auch gerne mal, um die eine oder andere Serie zu schauen, wofür ich dann zu Hause doch eher selten Zeit habe. Lieblingsserie ist? Momentan gucke ich House of Cards. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Paar Intrigen, gute Schauspieler, gute Dialoge, witzig. Und das macht Spaß.